Ich bin durch Licht und durch Finsternis gefallen. Aber nirgendwo war es auch nur annähernd so farbenfroh wie hier. Hier ist es wirklich farbenfroh, denn wir befinden uns in der Hauptstadt von den Simpsons. Bekannt als Springfield. Yeah. Ja, was hat denn die Springfield Overworld zu bieten? Ich denke mal, das ist auch eines der wichtigsten Gebiete hier in diesem Spiel. Viele werden sich wohl dafür interessieren und auf den ersten Blick sieht das hier sehr, sehr belebt aus. Es gibt ziemlich viele Einrichtungen und insgesamt scheint die Welt auch eine Menge zu bieten. Im Prinzip habe ich mir das genau so vorgestellt und auch genau so gewünscht. Krusty Land. Achso, okay. Ja, jetzt macht das Sinn. Dann haben wir hier die Fabrik. Oder? Ja, Bascola-Fabrik. Und da oben so einen komischen Hollywood-Fake. Da soll wohl Springfield stehen, oder? Ja, nur einige Buchstaben wurden offensichtlich entwendet. Vielleicht ist das ja sogar Teil einer Quest. Wer weiß das schon? Ich denke mal, die Welt haben wir jetzt relativ schnell umflogen. Aber sie hat mehr zu bieten, als es jetzt hier auf den ersten Blick scheint. Auf jeden Fall keine Enttäuschung, oder? Ah, hier ist sogar ein Friedhof, cool. Springfield Friedhof. OMG. In der Storyline waren wir bereits in Springfield, sind allerdings nur kurz im Haus von den Simpsons gewesen und dann bei Homers Arbeitsplatz. Und ehrlich gesagt hatte das Kapitel in der Story relativ wenig mit den Simpsons zu tun. Hier sieht's dann schon ganz anders aus. Oh, ein tolles Kinderland. Ja. Und hier ist das Kernkraftwerk, oder? In dem Homer arbeitet. Springfielder Kraftwerk. Ja, doch, doch. Das müsste es sein. Uiuiui. Hier läuft mal wieder ziemlich viel aus dem Ruder. Das ist jedoch nicht so verwunderlich. Ja, was haben wir denn da? Mr. Burns Anwesen. Der hat sich ja einen schönen Palast gegönnt. Sieht so ein bisschen aus wie das Weiße Haus, oder? Ja. Soll vielleicht auch so sein. Willst du nicht mit mir reden? Warum? Oh, der Kopf! Scheiße, ich wollte doch nur mit ihm sprechen, Alter. Aber er beachtet mich nicht. Wahrscheinlich habe ich zu wenig Abos. Scheiße. Ja, gut, dann halt nicht. Das sah so richtig geil aus, wie der Kopf da runtergeflogen ist. War keine Absicht. Ich habe nur versucht zu interagieren. Genauso werde ich das dann auch vor Gericht aussagen. Ich wollte nur interagieren. Hey, was ist denn da oben auf dem Berg eigentlich? Da kommt man normalerweise nur ganz mühevoll hoch, aber mit der Hexe geht halt vieles einfacher. Yay! Lang lebe Amerika! Alles klar. Kamera und Steuerung haben sich offenbar auch gerade krank geschrieben. Das ist jetzt ein bisschen riskant, da reinzufliegen, glaube ich. Vor allem wegen den Abgasen. Ach du Scheiße.
Das ist der giftigste Ort der Welt. Ich hau lieber ab. Gibt's sonst noch irgendwas? Ja, hier. Springfield. Rathaus. Verflucht! Ja, warte, warte. Dreh nicht durch. Ich glaube, wenn ich den Kumpel hier anfordere, kommen wir da rein. Oder? Doch, doch. Der kann das freilasern. Dachte ich. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof dazu. Das muss gehen. Der muss da reinkommen können. Komm schon, Bad Corp. Na also! Juhu! Der ist ja voll am Updancen, der Typ. Ey, sprich mit mir, klar. Sonst werde ich hier alles zerstören. Och, 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 och. Ach, da ist ja noch so eine Flagge. Wie gesagt, lang lebe Amerika. Wobei, kann man diesen Spruch eigentlich auf einen... auf ein Land, einen Kontinent etc. ausweiten? Na egal. Amerika über alles. Oh. Das muss ich sagen. Dazu bin ich gesetzlich verpflichtet. Sonst wirft man mich hier raus. Ist das die Schule? Ja. Die Schule. Dümmer oder nur immer lauter? Beides. Ich habe jetzt nicht ernsthaft so viel Geld für ein paar Bäume ausgegeben, oder? Ich meine, das sind noch nicht mal Bäume, das sind Büsche. 60.000 Stats für ein paar Büsche? Are you serious? Ah, die Lehrerin. Sag mal, wieso will eigentlich niemand mit mir hier sprechen? Das ist echt deprimierend. Kein einziger NPC beachtet mich. Als wäre ich Luft. Ah, da kann man wohl ein paar Beleidigungen finden. Welche ist die Tafel, an der Bart immer am Anfang im Intro seine Strafarbeiten abarbeitet? Vielleicht ein wenig zurücknehmen. Ist die auch irgendwo? Kann man bestimmt finden, ne? Naja, wer weiß das schon. Ich glaube, wir haben hier in Springfield alles gesehen. Ist eine sehr lebendige Stadt. Hat man sehr gut umgesetzt. Und ihr könnt ja mal eure Erfahrungen, die Kommis posten. Was gibt's hier so zu erledigen? Machen die Quests hier Spaß? Oder ist alles nur eine tolle Fassade, aber nichts dahinter? Die gleiche Frage geht natürlich auch an diese Welt hier. An die von Legend of Shima. Oh. Das sieht gut aus. Der Übergang von Schnee zu Gorilladorf ist sehr gut gelungen. Also das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber so langsam bin ich der Meinung, die Open Worlds sind wirklich das Beste an dem Spiel. Hier wird es jetzt auch immer kälter und immer dunkler. Gefällt mir. Wen haben wir denn da? Steinchen hätte, könnte ich ein Geschäft aufmachen. Ein Geschäft hier? Rechne dann aber nicht mit vielen Kunden. Oder was bietest du denn so an? Naja, so Sachen, die man halt im Alltag braucht, ne? Okay. Na, ich wünsche dir das Beste, aber ich glaube nicht, dass so viele
sich hierher trauen werden. Das sieht ja mega cool aus. Was ist da denn los? Kann man da hin? Oder ist das nur Deko? Man kann da hin. Krass. Diese Drachenköpfe sind ziemlich cool. Wenn das überhaupt Drachen darstellen sollen. Nein, ich glaube, das sind verschiedene Tiere. Das hier ist ein Nashorn. Daneben ein Vogel. Krokodil. Löwe. Weiß ich nicht. Auch ein Vogel, denke ich. Das kann jetzt auch Verschiedenes sein. Das hier sieht mir mehr nach einem Fabelwesen aus. Ja, egal. Auf jeden Fall tolle Deko, die man zudem auch noch betreten kann, wenn man es denn schafft. Den Königstempel wiederherzustellen, wird nicht ohne eine kleine Spende gelingen. 100.000 Stats kannst du haben. Jetzt sieht's gleich noch schöner aus. Ein toller Tempel. Ja, ich bin sehr überrascht von dieser Welt. Ich kannte das Franchise ja überhaupt nicht, daher konnte ich mir jetzt unter der Open World auch überhaupt nichts vorstellen, aber der erste Eindruck ist auch hier äußerst positiv. Ich glaube, wenn einem langweilig ist, würde das ziemlich viel Spaß machen, durch die einzelnen Oberwelten von Lego Dimensions zu streifen. Egal welche. Jede hat was zu bieten. Und wir sind noch lange nicht fertig. Bis jetzt haben wir ja nur den Himmel gesehen und das Eisland. Aber es gibt ja noch diese Löwenburg da. Die auch noch mal ein schönes Innenleben hat. Willst du die Trainingsarena unterstützen? Ohne Moos nichts los! Ohne Moos nichts los! Allerdings. Bin ich jetzt im Wassertempel gelandet oder was? Ich kann da leider nicht rein ins Wasser. Ich denke mal, das kann nur ein bestimmter Charakter. Vielleicht leben da ja Soras. Oh, guck mal hier. Roter Steinalarm. Na komm schon. Hab ich dich. Genau das, was ich brauche. Was ist denn das? Ein Kürbis? Ich glaube schon. Ja, das ist ein Kürbis, oder? Andererseits. Nee, schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht. Aber ein schöner Dschungel. Krokodilsumpf. Alter, ohne Scheiß. Also genau wie bei dieser Ninjago-Welt, denke ich mir auch hier. Das wäre total geiles Setting für so ein schönes Action-Adventure. Ich weiß gar nicht, warum es nicht mehr von diesen Spielen gibt. Das Einzige, was ich ja echt so an Leben am Leben erhalten kann, ist The Legend of Zelda. Und sonst vielleicht noch ein, zwei weitere Reihen. Aber sonst gar nichts, ne? Warum eigentlich nicht? Es kommen immer nur diese blöden Shooter raus. Oder so Spiele, die versuchen, auf Adventure zu machen, aber dann doch irgendwie nur Geballer beinhalten. Ausmaß. Naja. Könnt ihr sonst noch was empfehlen? Was so Legend of Zelda mäßig ist? Wir zwei sollten zusammenarbeiten. Kennt ihr da was? Vielleicht auch Nischentitel, die man nicht so kennt in der Allgemeinheit? Gibt's ja immer wieder. Nur ein paar Steinchen.
Aber irgendwie wird sowas selten produziert. Weil man wohl nicht so an den Erfolg glaubt, oder was? Schwierig zu sagen. Na, mir gefällt auch diese Welt. Postet eure Gedanken in die Kommis. Und das nächste Mal forschen wir dann weiter hier in LEGO Dimensions.